Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind jetzt da angekommen mit Fragen stellen. Ich stehe jetzt hinter der Kamera und stelle Fragen. Ja, Marco, wie kamst du auf Star Wars? Ja, Star Wars war eigentlich damals ein Zufall gewesen, sag ich mal. Zufall? Ja. Man hat dich ins Kino geschleppt oder was? Nein, ich bin einfach in den Film reingegangen. Mit 8? Ja. Cool. Und ich wusste wirklich nicht, was mich da erwarten wird, sag ich mal. Kann es sein, dass diese Lichtschwerter es waren, die dich da bewogen? Oder weil ich hatte ja hier auch einen jungen Mann, da warst du ja dann auch da. Ja. Der redete ja dann, also der heutige junge Mann, 12 Jahre. Du bist ja 77, der junge Mann zwischen 8 und 12 Jahre. Da kam es ja erst auf mit den ganzen Lichtschwertern. Waren jetzt die Lichtschwerter oder war irgendein ausprägender Schauspieler, der dich bewogen hat, dabei zu bleiben? Also Schauspieler weniger, sondern die ganzen Raumschiffe und dass das ein Science-Fiction-Film war. Nee, eben nicht. Galaxie-Fantasy. Aber nicht so schlimm. Mach mal, muss ich leider revidieren. Okay. Alles klar. Ja, okay, damals wusste man sowieso nicht, was ist. Schon richtig. Entschuldigung. Marco hat recht. Alles gut. Ja, okay. Aber du bist ja dabei geblieben. Was war der Grund? Ja, ich wollte ja auch wissen, wie das dann weitergeht. Deshalb war ich ja auch in einem Folgefilm. Sehr gut, da kommen wir nämlich gleich. Kommen wir gleich zu. Nicht jetzt. Genau das habe ich nämlich gesucht. Wunderbar, dann kann ich nämlich gleich darauf einsteigen. Also, du hast also 4, 5 und 6. Ist ja damals nicht aufgefallen, dass 4, 5 und 6? Oder war das intern auch so 1, 2 und 3? Also für mich selber war das damals 1, 2 und 3. Weil ich ja nicht wusste, dass das ein Mittelteil von einer ganz großen Story ist. Wusste man ja damals nicht. Korrekt. So, da sind wir gleich. So, jetzt machen wir den Schnitt. Ich will den armen Marco jetzt hier mal aus diesem Stuhl befreien, weil jetzt der Nächste rankommt. Der muss jetzt dran glauben.